Ich möchte hier eine mechanische Rechenmaschine vorstellen, die Walther WSR 160 von der Firma Walther, die man vielleicht auch von Pistolen her kennt. Das war so regelrecht die Standardmaschine damals in Deutschland in den 50er und 60er Jahren. Hier oben habe ich mein Einstellwerk, hier stelle ich meine Zahl, die ich multiplizieren möchte, ein. Also ich konnte plus, minus, mal, geteilt durchrechnen mit dieser Maschine, konnte auch die Quadratwurzel ziehen. Also hier eingestellt, hier ist mein Umdrehungszählwerk, das meine Umdrehungen der Kurbel mitzählen. Ich muss nach rechts kurbeln, also 9876 mal 1, Ergebnis 9876. Ich will aber mit 87 multiplizieren, also kurbel ich erst einmal weiter. Aber ich muss nicht 87 mal kurbeln, sondern ich kurbel erst einmal 7 mal die 1er Stelle. Jetzt gehe ich rüber zur 10er Stelle. Hier sieht man einen Pfeil, der zeigt auf die 10er Stelle. Und jetzt kurbel ich hier 8 mal die 10er Stelle. Mein Ergebnis sehe ich hier im Resultatwerk, meine 859.212. Jetzt habe ich eigentlich 15 mal kurbeln müssen. Aber die Leute damals waren, nee, faul waren sie nicht, aber sie haben geschaut, was ist eigentlich die beste Möglichkeit, am wenigsten Kurbelumdrehungen zu brauchen. Und so haben sie es so gemacht, sie stellen auf die 100er Stelle, wird einmal die 100er Stelle eingekurbelt, geht zur 10er Stelle zurück, zieht, jetzt nach links gedreht, einmal die 10er Stelle ab und geht jetzt auf die 1er Stelle und zieht hier 1, 2, 3 mal die 1er Stelle ab, sodass man das Ergebnis wieder hier hat. 9876 mal 87, hier mein Ergebnis. Umso weniger man kurbeln musste, umso weniger anstrengend war es, umso mehr Rechnungen konnte man machen. Und diejenigen, die gekurbelt haben, waren schlau und in den Rechenbüros waren es oftmals Frauen. Und die nannte man Computer, also Rechner.